auch wenn dicker Qualm aus den Schornsteinen von Bulsheim herausquillt, wenn unsere Fabriken scheinbar brummen. Eigentlich sind wir in der Krise, Weltwirtschaftskrise, Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Diese Weltwirtschaftskrise, die hält auch nicht vor Bulsheim an. Deshalb sollten wir alleine deswegen schon alle Pläne eventuell, was weiß ich, alle Blütenträume, neue Bezirke anzulegen oder großartig zu expandieren in neue Dienstleistungen oder irgendwas erstmal aufs Eis legen und hoffen, dass wir irgendwie durch die nächsten Jahre durchkommen. Ich habe jetzt erstmal auch mehrere Fabriken abgerissen. Nicht nur hier, die ist eine große Baulücke, wie ihr sehen könnt, sondern auch in anderen Bezirken. Ich lasse mal die Zeit wieder weiterlaufen. Hier entsteht gleich was Neues. Buchveröffentlichung, Buchverlag. Direkt daneben Maschinenindustrie. Buchveröffentlichung ist eigentlich ganz gut. Eher ein Zukunftszweig, denke ich mal. Qualität auf Anhieb bei plus 6, das hat sich ja echt gelohnt. Qualität fängt ganz, ganz mies an hier bei minus 10. Hier ist sie von Beginn bei 6, das ist schon mal sehr positiv. Vielleicht ist das überhaupt ein Weg, dass wir doch mal ein bisschen, das Unternehmen kann nicht wachsen, würde aber gerne wachsen. Bebauungsdichte gering, Bebauungsdichte moderat. Das heißt, wenn wir hier in der Nähe ein paar Gebäude finden, die nicht so gut laufen, das hier zum Beispiel, das einfach abreißen. Diese Möbelfabrik mit ein bisschen Glück. Kann dann das hier wachsen? Wäre das denkbar? Das ist eben geringes. Das reißt sich auch mal ab. Wollen wir mal schauen, ob das hier expandiert jetzt. Neue, kleinere Gebäude entstehen. Eisenwaren, Sportartikel, das ist doch eher ein Zukunftszweig, oder? Kunststoff. Ja, das hat es jetzt nicht wirklich gebracht. Abstimmung, subventioniertes Unternehmenswachstum, sprich aus der Stadtkasse zahlen wir Gelder, damit kleine und mittlere Unternehmen, damit es denen besser geht, damit die besser upgraden können und Arbeitsplätze generieren. Kostet uns verdammt viel Geld, 50.000 jeden Runde, jeden Monat aus der Stadtkasse, und diese fraglichen kleinen und mittleren Unternehmen brauchen weniger Nachfrage, weniger Verkäufer, um im grünen Bereich zu sein. Steht ja überall diese Upgrade-Schildchen hier. Oh, so viele Betriebe, die echten Qualitätsnachteile haben hier. Ich meine, sind es hohe. Das hier, das bringt ja fast gar nicht. Das abreißen. Mal gucken, was dann da entsteht. Kann ich Kritik annehmen? Ein berühmter Autor, der in Freidenk lebt, ist zu einem lautstarken Kritiker unserer Politik geworden. Wir laden ihn zum Abendessen ein. Ich frage ihn, was ich besser machen kann und das persönliche Wachstum in Freidenk. In Freidenk, oder? Steigt. Was entsteht jetzt hier neu? Eine Filmproduktion. Die startet mit... Minus 9 Qualität, aber immerhin etwas Vertriebsnachfrage. Qualität kann noch steigen. Die Stadt wächst nicht. Ich werde nicht expandieren, nicht während der Wirtschaftskrise. Die Bürgermeisterwahl rückt näher. Die Freiheitspartei behauptet, sie wäre die einzige Partei, die bei der immer kritischer werdenden Lage in Europas Varelias Unabhängigkeit garantieren kann. Das Varelische Anzeiger, diese Schmierlappen, die da arbeiten, geben denen auch noch eine Plattform. Blutige Auseinandersetzung zwischen Schwarz- und Braunhemden in den Straßen der Hauptstadt. Bei internen Auseinandersetzungen der extremen Rechten in Varelia kommt es zu gewaltsamen Ausbrüchen.
zwischen den Schwarz- und Braunhemden. Anders formuliert, zwischen den Faschisten, vermutlich italienischer Prägung. Italien ist ja auch in der Nähe von Svarilia, an der Mittelmeerküste. An der Adriaküste liegt unsere Stadt. Auseinandersetzung zwischen den klassischen italienisch geprägten Faschisten und den deutsch geprägten Nationalsozialisten. So stelle ich mir das vor, zwischen verschiedenen Gruppierungen, vielleicht innerhalb der Freiheitspartei. Wer weiß? Bevor es Penicillin und medizinische Forschung gab, war der Tod eine alltägliche Angelegenheit. Er war intim. Secondhand-Läden, neu in der Wirtschaft. Das ist gut, mehr Vielfalt. Und ein Update auf das Zentralkrankenhaus. Als nächstes werde ich mir, entschuldigt bitte, ich bleibe mal wieder nicht epochentreu, werde ich eins höher gehen und die Solidarität mir holen. Nicht nur, weil der Begriff einfach die Clara Kilgannon lockt, sondern auch deshalb, weil es das hier bringt. Ein Community College, ein Upgrade auf die Universität, was im besten Fall uns noch mehr Denkleistung bringt. Ich liebe Forschungen, die mehr Denkleistung bringen. Wir gehen jetzt aber erstmal in... Wir haben hier ein gewisses Gesundheitsproblem in der Stadt. Der Wert ist nicht optimal. Wir suchen uns mal unser Krankenhaus. Das hatte ich, glaube ich, hier oben. Genau. Update 3,5 kostet es und bringt uns einen Bonus auf den Wert Gesundheit. Plus 2. Selbst die Faschisten sind fast dafür. Scheint doch eine gute Entscheidung zu sein. Mal wieder kommt der Zirkus, mal wieder denke ich, den Restaurants, für die ist das nur eine gute Sache. Und wir machen wie immer, wenn es eine neue Technologie gab, einen Sprung in den Stadtrat, in den Verordnungsbildschirm. Checken mal die Lage und gucken uns die beiden vom letzten Mal nochmal an. Das hier bringt Gesetz zur Unterstützung der Industrie. Ah, das hatten wir vergessen oder es gab es eben noch nicht. Wahrscheinlich habe ich es übersehen. Das Wirtschaftsleben wird verändert. Die Zukunft gehören denen, die auf dem Tiger reiten. Reichtum und Erfolg stellen sich in immer größerem Maße in genau den Ländern ein, die vielversprechende neue Industrien erkennen und in sie investieren. Experten mit finanziellen Mitteln auszustatten, die in der Lage sind, Branchen mit einer erfolgversprechenden Zukunft zu identifizieren, könnte sich als richtig gute Strategie erweisen. Ein Qualitätsbonus für unsere Industrie kostet uns nochmal 50.000 im Monat, machen wir aber. Mittlerweile sind wir ja bei einem Plus von 368.000, das ist eigentlich ganz gut. Und die Faschisten sind wie immer dagegen, aber das sieht so aus, als würden wir das gut durchbringen. Das ist ein Gesetz, das braucht also lange. Noch, die Faschisten sind klar dagegen, deshalb, weil nur wenige Parteien klar dafür sind, aber das ja eine sehr große ist, sind die entschiedenen Wähler, die schon wissen, wie sie abstimmen, mehrheitlich auf der Faschistenseite, auf der gegnerischen. Aber die Wechselwähler, die sollten wir doch potenziell kriegen können. Insofern ist das gar nicht so schlechte Zahlen. Auf dem Wohlwollen werde ich erstmal nicht rumreiten, weil die sollten wir auch ohnehin, denke ich, auf unsere Seite kriegen hier. Eine ganz leichte Bitte, die uns sehr viel bringt. Hier ist das Wohlwollen doch sehr im Keller bei den Christdemokraten. Und bei den politischen Parteien sehen wir, dass wir weitestgehend am Ruhepunkt dran sind. Das heißt, wir sind für die Bürgermeisterwahlen fit. Hier warten wir noch ein bisschen ab. ...168.000 im Plus. 279.000. Wie sieht es in den anderen Industrien aus? In den anderen Industriebezirken? Auch nicht immer so gut.
Oh, minus 6 Vertriebsnachfrage für die Fortwirtschaft. Das ist ja krass. Minus 4 für dieses Chemieindustrie und schlechte Qualität. Wow, ist ja echt mies. Gleich gehen wir in den Stadtrat. Ich check vorher noch das hier. Zentralkrankenhaus bekommt eine chirurgische Station. Ja, und das hier sieht allmählich besser aus. Ich denke, die Wechselwähler, die werden sich zu uns hin bewegen. Das sollte funktionieren. Das wird schon klappen. So, der Antrag gestellt, dass alle Frauen das Recht erhalten, bei lokalen, kommunalen und nationalen Wahlen ihre Stimme abzugeben. Also das ist natürlich ganz klar, das können wir ja nur unterstützen als Carla Kilgannon. Bringt uns mehr Denkleistung für die Universität, massiv plus 3. Mehr soziales Leben für die Frauen und mehr persönliches Wachstum für sie. Bonus auf Dienstleistung, klare Kiste. Dass die Faschisten dagegen sind, ist klar. Frauen an die Wahlurne? Natürlich. Werden Frauen die Rechte erhalten, für die sie gekämpft und für die sie gestorben sind? Oder wird alles bleiben, wie es immer war? Gestorben? Sind Feministinnen erschossen worden in der Geschichte Svarelias? Ich weiß es nicht. Hatte ich nicht mitbekommen. Ja, das kriegen wir durch. Dann bin ich, da muss ich auch kein Wohlwollen investieren. Lassen die Zeit weiterlaufen. Hier entstehen neue Geschäfte. Werbebranche. Ja, das bringt schon was. Das ist eine zukunftsträchtige Industrie. Hier nur eine Schuhfabrik. Aber das hier, diese Werbebranche, das ist doch eine feine Sache. Und sonst? Minus 5. Vertriebsnachfrage. Möbel. Minus 9 Qualität. Weg damit. Kunststoff minus 9, minus 10. Was entsteht hier neu? Oh, laute Partys in der Altstadt. Viele gesellige Treffen und Partys, was für viel Unruhe sorgt. Viele Beschwerden wegen Lärms. Wir bitten freundlich darum, dass laute Partys um 22 Uhr beendet werden müssen. Oh, steigert das physische Umfeld. Ich hatte mit einem Malus für den Spaß gerechnet. Das war eine coole Sache. Was entsteht hier neu? Rüstungsindustrie, auch nicht viel besser von der Nachfrage und der Qualität als das, was hier vorher stand. Und ein Chemieunternehmen, das hat es jetzt nicht so gebracht. Schon wieder der Zirkus. Super. Auch ich hatte zuerst gelesen, die Häufigkeit und die Anzahl der Prostituierten sollten erhöht werden. Das wäre mal ein neuer Text gewesen. Rufen einem starken Mann. Die ganze Welt leidet unter einer Wirtschaftskrise. Wer Arbeit hat, hält verzweifelt daran fest. Die Zahl der Obdachlosen steigt stetig. Simeon von Pfilzen nutzt diese Situation, um uns mal wieder anzugreifen und unsere Eignung zum Anführer in Frage zu stellen. In schweren Zeiten benötigt eine Nation einen starken Anführer, der die Dinge wieder in Ordnung bringt. Unser leichtsinniger Bürgermeister ist ein Anhänger der liberalen Ideen, die der Grund für diese Probleme sind. Er muss endlich weichen. Merkel weg. Wie reagieren Sie darauf? Diesmal machen wir es ein bisschen entschlossener. Wir warnen davor, welche Folgen es hat, wenn Extremisten an die Macht kommen. Nein! Nein, so ein Mist! Scheibenkleister! Auch die Kommunisten halten sich für Extremisten und verlieren ebenfalls an Wohlwollen bei denen massiv. Ja, wer konnte damit rechnen, dass Kommunisten Selbsterkenntnis haben? Freiheitspartei? Klar, noch mehr Wohlwollen war gar nicht möglich. Tja. Heftig. Heftig. Die Partei der Mitte hat die Wahlen gewonnen
und die Freiheitspartei nur Zweiter. Wow, super, großartig. Boah, ich bin so neugierig, wir machen gleich mal einen Blick in den Stadtrat. Die Freiheitspartei hat nur noch 12 Wählerstimmen. War das dank unseres Appells? Das kann gut sein. Dass wir da entscheidend die Wahlen beeinflusst haben? Wow, wow, damit sollten wir auch... Ja, klare damit haben die auch unsere Projekte werden damit dadurch ich bin so happy. Unsere Projekte werden dadurch massiv gepusht. Damit stärken wir drastisch unsere Chancen auf Wiederwahl. Hey, glorreich, sehr, sehr glorreich. Die Sozialdemokraten haben wahrscheinlich zugunsten oder zu Ungunsten der Kommunisten massiv Stimmen dazu bekommen und die sind uns traditionell eng verbunden. Fantastisches Ergebnis. Ganz, ganz glorreich für unsere Zwecke. Toll. Das war mal eine richtig gute Nachricht. Da sollten wir auch eventuell den einen oder anderen Beschluss eher durchkriegen. Sicherheitsgurte. Sicherheit ist schon top. Bringt mehr Gesundheit. Und Nachfrage steigt und mehr Sicherheit. Das kriegen wir auch durch. Sicherheitsgurte für die Autos einführen. Mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, das machen wir. Ja, das sollte auch eine klare Geschichte geben. Ja, selbst die Faschisten sind dafür. Unterstützung alternativer Medien kostet uns gerade mal 10.000. Randgruppen sind unterrepräsentiert. Das verschieben wir mal nach den Wahlen. Anästhesie. Unterstützung der Schmerzminderung mit Hilfe von Betäubung. Komisch, dass so viele Leute dagegen sind. Das kriegen wir nicht durch, seltsamerweise. Impfzwang kriegen wir auch nicht durch. Quarantänegesetz lassen wir weg. Das wollen wir weglassen. Das wollen wir auch weglassen. Ausgangssperre wollen wir auch weglassen. Kostenlose Feuerwehren bringen uns mehr Sicherheit. Und etwas mehr Geld. Die Feuerwehrwache wird teurer. Ja. Ich hatte euch noch nicht gezeigt, fällt mir gerade ein, das zeige ich euch in einem anderen Bezirk. Machen wir mal hier beim Bahnhofsviertel. Nee, das ist auch Industrie. Machen wir mal in der Altstadt. Ein Gebäude, was wir in der letzten Folge freigeschaltet hatten. Ein Dienstleistungsgebäude. Und zwar dieses hier, Technologiezentrum. Bringt plus 8 persönliches Wachstum, plus 2 auf das physische Umfeld. Aber da wir ohnehin hier extrem hoch sind, stadtweit bei 10er Werten in beiden Bereichen, vielleicht nicht für jede Bevölkerungsgruppe, aber verdammt weit, lasse ich das erstmal weg. Stadt wächst nicht, aber muss auch nicht wachsen. Keine Experimente im Augenblick. Ich gehe aber noch mal rüber in die Industriegebiete. Nachfrage nach Industriegebieten ist auch nicht mehr so hoch. Ich glaube erst nach... wahrscheinlich kriegen wir erst in der nächsten Epoche wieder ein gutes Wachstum hin. Oh, die Abstimmung über einen neuen Bürgermeister steht an. Oh lala. Alle sind gegen uns. Unsere Gegenkandidatin. Erinnert ihr euch? Das ist die Dame, die wir bei Stream City bei unserem Livestream geführt hatten. Die ist jetzt unsere Gegnerin. Frauen. Ist das so eine Art
Das ist ein Frauenwettkampf. Zwei starke Frauen gegeneinander. Das wird knapp. Wollen wir erstmal das hier durchkriegen? Das Gesetz zur Unterstützung der Industrie. Das war kein Problem. Jetzt werfen wir mal ganz schüchtern einen Blick in die Abstimmung über den neuen Bürgermeister. Autsch. Heißer. Die Faschisten kriegen wir nie und nimmer. Jetzt müssen wir echt hart kämpfen. Das wird kein Zuckerschlecken. Damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hatte gedacht, wir hätten den Simeon von Pfilzen als Gegenkandidatin. Puh. Hoffentlich kommen wir da durch. Das wird echt... Das wird heftig.